Unser heutiges Thema bei Mittelstand hautnah lautet Snack-Content. Das hat aber nichts mit der vielleicht gut gemeinten Kantine oder den Obstkorb oder dergleichen zu tun, sondern dahinter verbirgt sich ein sehr smartes Marketing-Videoformat. Und dazu habe ich mir einen entsprechenden Gast eingeladen und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Snack-Content, was das ist, das wird uns gleich mein heutiger Gast verraten, der Franz Josef Baldus. Und da sage ich natürlich ganz herzlich, hallo Franz Josef. Hallo Christian. Vielleicht stellst du dich den Hörern ganz kurz mal so mit ein paar Sätzen vor zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Ja, sehr gerne. Ich heiße Franz Josef Baldus, ich komme aus Köln. Ich betreibe hier die Snack Content Company Deutschland GmbH und ich bin selbstständig schon seit 1991, allerdings mit einer ganz normalen Full-Service-Werbeagentur, die Immobilienkommunikation gemacht hat. Und ich habe über ein Hobby vor 10 Jahren den Smartphone-Videos entdeckt und damit auch den Bereich Snack Content. Und seitdem hat sich mein Berufsleben komplett verändert. Ganz spannend, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt ist das Wort Snack-Content ja bestimmt schon 2-3 Mal gefallen. Vielleicht definieren wir mal oder definierst du mal für unsere Hörer ganz kurz, was ist denn Snack-Content? Ja, Snack-Content, den Begriff, den habe ich mir ausgedacht. Für diese kurzen Videos existierten so unterschiedliche Begrifflichkeiten. Da wurde mal von Snackable-Content geredet, mal von Micro-Visual-Content und es gab noch einige Begriffe mehr. Und ich fand, für dieses Format der kurzen Videos sollte es irgendeinen kurzen, zündenden Begriff auch geben. Und dann habe ich das Snack-Content genannt. Aber gemeint sind damit eigentlich kurze, meist ungewöhnliche Bewegtbildformate, die eben durch sekundenkurzes Storytelling auffallen und auch besonders aufmerksamkeitsstark sind für jeden, der sie anwendet. Ja, sekundenschnelles Storytelling sagt es ja schon so ein Stück weit, wie der Name auch Snack entstanden ist. Es ist wirklich schnell aufzukonsumieren und schnell zu verdauen, aber immer mit einer klaren Botschaft. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie du wirklich zum Snack-Content gekommen bist und daraus ein Business gemacht hast. Ja, ich bin da über ein Hobby drauf gekommen. Und zwar hat vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren jetzt genau gesagt, hat Twitter eine App auf den Markt gebracht, die hieß Vine. V-I-N-E von Video Network. Und das war sozusagen die Mutter-App aller Kurzvideo-Apps, die es ja heute gibt. Heute gibt es TikTok, Snapchat, Instagram. Und das alles fing an mit Vine. Und das war eine App, mit der man maximal 6-sekündige Videos machen konnte. Da war das also komplett der Vorreiter. Und man konnte sogenannte Stop-Motion-Videos direkt im Smartphone machen. Ich kann gleich noch erklären, was das ist. Aber ich fand beides spannend, habe mir die App runtergeladen, habe mir einen Account dort zugelegt und habe neben meinem Beruf als Hobby Vine-Videos gemacht. So fing es an. Und das habe ich gemacht, ohne irgendwie die Aussicht zu haben, dass da mal was Berufliches draus wird. Aber es kam dann anders. Ich bekam so nach 4 Monaten einen Anruf von Twitter, also Twitter Deutschland. Die meinten, nee, deine Videos sind cool. Und wir müssen, wenn deutsche Unternehmen Vine-Videos haben wollen, immer Leute aus den USA oder aus England rüberholen, wollen wir nicht mal über eine Kooperation sprechen. Ja, das habe ich dann gemacht. Erst in Berlin, wo die seinerzeit saßen. Dann habe ich ein Gespräch in London geführt, wo viele deutsche Unternehmen betreut werden. Und dann ging Anfang 2014 eine Twitter-Kooperation los. Und ich habe dann gleich Vine-Videos gemacht für große Kunden wie Coca-Cola, Porsche, Jägermeister und viele andere Marken mehr. Und dann wurde daraus natürlich relativ schnell ein komplett neues Business für mich. Und ich habe die Agentur umgebaut und kreiere seither kurze Videos. Und jetzt ist es so, wenn man sowas kann, dann wird man natürlich auch gefragt, ob man es unterrichten möchte, ob man das Wissen weitergeben möchte. Das passierte dann auch 2014 seitens Jung von Matz, große Agentur aus Hamburg. Die suchten einen Gastdozenten, der doch das Thema Wein unterrichtet. Das habe ich dann gemacht, später auch an der CBS International Business School hier in Köln.
Und ich bin dann auch noch in eine Jury reingeraten, und zwar die Cannes Corporate Media und TV Awards. Das ist so das eines der großen Filmfestivals für Unternehmensvideos. Und dort gab es auch immer mehr kurze Einreichungen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich da Jurymitglied werden will. Habe ich natürlich ja gesagt. Und insofern habe ich jetzt mit diesem Bereich kurze Videos eigentlich von drei Seiten zu tun. Ich kreiere und produziere die, ich unterrichte sie und ich bin in einer Jury, die quasi über solche Videos dann auch mitwertet. Also deswegen ist das für mich eben im Moment das dominierende Thema. Man muss vielleicht nochmal erwähnen, dass es Wein mittlerweile ja nicht mehr gibt. Ja? Genau, Twitter hat das eingestellt. Und gut, Twitter hat sich im Moment ja sowieso doch sehr verändert. Sagen wir das mal so wertungsneutral. Ja. Genau. Ja, ja, Twitter musste sparen. Ne? Also das ist jetzt keine Auswirkung von Elon Musk, sondern Twitter musste sparen. Und im Gegensatz zu Facebook, die ja Instagram übernommen haben und haben dann eine richtige Cash-Cow daraus gemacht, hat Twitter es eigentlich die ganze Zeit versäumt, aus Wein irgendwie Profit zu schlagen. Ja. Und deswegen war das bei denen eigentlich immer nur ein Kostenfaktor. Und wenn man sparen muss, überlegt man, was verzichtbar, das, was nur Kosten verursacht. Und das war halt schmerzlich dann Wein. Waren also sehr viele, also hunderttausende Leute standen dann plötzlich ohne ihre Plattform da. Das war sehr ärgerlich für mich auch. Ich hatte auch so sehr viele Follower. Aber so ist das Leben. Ja. Aber es haben sie durch ja weitere Plattformen aufgetan. Also heute an Plattformen, wo deine Werke veröffentlicht werden könnten oder die du für Kunden produzierst, da mangelt es ja eigentlich nicht. Ja, ob es Snapchat ist oder Snap ist, wie es heißt, ob es Instagram, TikTok ist, da gibt es ja jede Menge. Ganz neues Thread, ja, soll ja eigentlich so ein bisschen Textdienst von Instagram sein, aber was ich so da beobachte, ist das eine weitere audiovisuelle oder eine visuelle Plattform geworden mit viel Bilder- und Videomaterial. Jetzt hast du vorhin schon so ein paar Dinge angesprochen, weil ich würde ganz gerne nochmal darauf eingehen, tatsächlich, dass wir nochmal ein bisschen aufbröseln, was denn so alles Snack-Content ist oder sein kann. Oh, gut. Vielleicht magst du da so ein paar Dinge geben. Ein Stichwort hast du vorhin schon genannt, Stop-Motion. Genau. Also der Unterschied für mich ist eigentlich, es sind etwas ungewöhnliche Videos. Also wenn man sich wenn man das Wort Video hört, dann denkt man ja eigentlich an das klassische Image-Video oder an Event-Video oder an so ein After-Event-Video. Das heißt an so eine Abfolge von Szenen, die man als Bildmaterial aufgenommen hat aus irgendeinem Anlass und die dann zusammengeschnitten werden. Das ist so das klassische Video. Und das ist Snack-Content eigentlich nicht. Sondern Snack-Content, das sind eben etwas ungewöhnliche Formate. Stop-Motion, Cinemagraphs, Videotricks, Timelapse-Walks und so weiter. Ich fange mal an mit dem Stop-Motion. Das war eben, als es zu Weinzeiten war das eigentlich so das kreative Videoformat und ist heute fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das dahinter verbirgt sich eigentlich digitales Daumenkino. Also ihr, die hier zuhört, ihr kennt wahrscheinlich alle Daumenkino. Also ihr habt so einen Block mit 200 Blatt, da ist ein Figürchen drauf gemalt und von Blatt zu Blatt verändert das Figürchen so ein bisschen seine Form oder bewegt sich. Und wenn ihr das mit dem Daumen halt einfach euch anguckt, Blatt für Blatt, dann habt ihr sowas wie einen Film. Und nichts anderes ist Stop-Motion, nur eben im digitalen Zeitalter. Das heißt, es werden einzelne Bilder aufgenommen. Und wenn die dann schnell hintereinander abspielen, ist das ein Video. Daraus kann man in aller Regel kurze Videos machen. Also man braucht relativ viele Bilder. Wenn es flüssig laufen soll, sagen wir mal so 25 Bilder pro Sekunde. Und entsprechend, also bei Wein früher waren es ja 6 Sekunden. Das heißt, da hat man eigentlich immer so 120, 130 Bilder gebraucht, um so ein flüssiges Video dann zu erzeugen. Das gibt es natürlich auch in längerer Form. Ich erinnere mich, vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, gab es einen Film Pinocchio von Guillermo del Toro, der den Oscar als bester Animationsfilm gewonnen hat. Das war so ein 1,5-Stünder. Und aber auch Stop-Motion. Also wenn ihr euch den anguckt, der ist auch Bild für Bild entstanden. Und das Besondere daran ist, dass man damit sehr aufmerksamkeitsstarke Sachen macht. So ein bisschen künstlerisch sind.
Zum Beispiel hab ich selber auch für Porsche einige Videos gemacht. Da ist zum Beispiel eines dabei, stellt euch vor, da parken 5 Porsche-Fahrzeuge nebeneinander mit kurzem, mit kleinem Abstand jeweils dazwischen. Dann kommt eine Hand ins Bild mit ausgestrecktem Zeigefinger, greift sich sozusagen einen Porsche raus und swipet die ganze Reihe nach rechts und swipet sie dann anschließend wieder nach links rüber. Sowas muss, wenn das nachher auch flüssig im Video aussieht, muss das halt aber doch mit einzelnen Bildern aufgenommen werden. Das heißt, ein Bild machen, alle Porsches umparken, nochmal ein Bild machen, wieder umparken und so weiter. Und dann braucht man halt für so einen 5-Sekünder locker mal 3 bis 4 Stunden. Und das ist Stop-Motion. Für Coca-Cola zum Beispiel habe ich für die Namensflaschen etwas gemacht. Da gab es eine Kampagne, da waren halt viele Flaschen in einem Kühlschrank zu sehen, die halt so ein bisschen rum sich bewegt haben. Und dann kam eine Flasche nach vorne ganz alleine und hat dann irgendwas gesagt. Oder als der Mauerfall 25 Jahre alt war, hatte Twitter mich seinerzeit gefragt, machst du auch was dazu? Und dann habe ich kurz überlegt, habe gedacht, okay, dann machst du mal so einen kleinen 6-Sekünder und versuchst, die Geschichte der Berliner Mauer in 6 Sekunden zu erzählen. Das hat auch geklappt. War von der Technik her ganz anders. Da habe ich so Sachen aus Zeitungen ausgeschnitten. Also ich hatte dann nachher den Ulbricht, den Khrushchev, den Kennedy, die Mauer und noch viele, viele andere Requisiten in Anführungszeichen. Und die habe ich dann auf den Tisch gelegt, von oben jeweils fotografiert und dann eben so einen kleinen 6-Sekünder daraus gemacht. Das ist fast schon Animation. Aber ist halt ein sehr kreatives Format. Ja, dann hast du jetzt gerade, ich glaube, es passiert ganz viel Kopfkino bei den Leuten da draußen. Ich kann auch nur empfehlen, folgt den Franz Josef auf den gängigen Plattformen, die ihr so nutzt. Der ist auf Insta zu finden, der ist auf LinkedIn zu finden. Da kriegt ihr jetzt auch Bilder tatsächlich zu sehen, zu dem, was ihr jetzt gerade auch schon so gehört habt. Nicht, dass so der Eindruck entsteht, oh Mensch, das klingt jetzt so wahnsinnig aufwendig. Ich war ja bei dir in einem Workshop und habe gesehen, hey, das ist eigentlich Kreativität, kann manchmal doch eben auch relativ schnell und unaufwendig sein. Da zielt ja auch so ein bisschen deine Akademie hin und deine Workshops, dass du ihr Unternehmen befähigst, das durchaus auch selber machen zu können. Alles, was sie brauchen, ist Smartphone, vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung. Aber es ist ja nicht vergleichbar mit einer wahnsinnigen Filmcrew, die man sich da vorstellen muss, wie man sie früher hatte, wenn dann irgendwie Agentur kam zum Unternehmensfilm drehen mit irgendwie 12 Leuten und dann hat das irgendwie 8 Tage gedauert. Absolut. Das ist doch auch der zweite Unterschied so zur normalen Videoproduktion. Bei der normalen Videoproduktion hat man immer irgendeine große Kamera, meistens auf irgendeinem Gimbal, sodass die halt an einer bestimmten Stelle halt dann auch ruhig gehalten wird. Man hat ein Team, was mit rumläuft mit dem Kameramann. Und das muss man sich bei Snack Content ganz anders vorstellen. Da wird mit einem Smartphone produziert. Ich komme ja auch von der Smartphone-Videografie. Ich kann gar nichts anderes. Und es funktioniert wunderbar. Und ich habe dieses Wissen eben auch in den Workshops schon seit Jahren auch an andere weitergegeben. Ich meine, heute ist ja ohnehin schon Smartphone-Videoproduktion in jedem Unternehmen eigentlich vertreten. Ich kenne kein Unternehmen mehr, wo nicht irgendjemand ist, der mit dem Smartphone Videos machen kann. Aber sich dann auch mal so ein bisschen den ungewöhnlichen Formaten zu widmen, kann ich eigentlich nur empfehlen, weil was alle brauchen, ist Aufmerksamkeit. Ich kann die tollsten Sachen machen, wenn ich ein Posting daraus mache und das Posting wird einfach überlesen, weil es keine Aufmerksamkeit zieht, dann war alles für die Katz. Und ich kann zum Beispiel ein Bild dazu posten oder ich kann ein Video dazu posten und ein Video ist anerkannt viel aufmerksamkeitsstärker. Und bei Video wird gesagt, schau, dass ihr die Leute so in der Sekunde 1 schon irgendwie an den Haken kriegt. Und das kriegt man eben mit so einem ungewöhnlichen Format viel, viel besser hin. Also beispielsweise mit so einem Stop-Motion-Video, aber es war ja auch das Stichwort Cinemagraph schon gefallen, ist auch so ein Beispiel dafür, dass man sogar mit viel Ruhe viel Aufmerksamkeit erzeugen kann. So ein Cinemagraph ist, ich sag's mal etwas laienhaft, so eine Mischung zwischen Foto und Video. Das heißt, man hat auf den ersten Blick das Gefühl, das ist ein Foto,
aber auf den zweiten Blick sieht man, da bewegt sich irgendwo irgendwas. Und allein diese Entdeckung, dass sich da was bewegt, zieht die Leute so, dass sie in der Sekunde 1, in der Sekunde 2, aber auch schon in der Sekunde 3 dran sind und da erstmal verstehen, was sich bewegt. Und das ist sehr erfolgreich, beispielsweise auf Facebook. Da wurde das ja schon oft gemessen. Und so ein Cinema Graph ist da ein super Format, weil es auch total ungewöhnlich ist. Ja, also sind wir schon eigentlich so Kerngeschichte ist, wir haben vorhin gesagt, Snack-Content, das ist wirklich sehr kurzweiliges, effektives Storytelling. Mhm. Und ein weiterer Vorteil, also sprich, du bringst deine Botschaft, die du senden möchtest, sehr schnell rüber zum Kunden. Der Carsten, mein Podcast-Kompagnon, sagt ganz gerne, die Menschen haben nur noch die Aufmerksamkeitsspanne eines TikToks. Und umso wichtiger ist es ja, ganz, ganz schnell die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Und auch da hilft eben tatsächlich dann, wenn du Snack-Content bereitest. Ja. Ich würde ganz gerne über die Herausforderung an dich sprechen. Wenn ich jetzt an dich herankomme, hey, mach doch mal für ein Projekt für mich ein Snack-Content-Video. Mhm. Ist es da eher so, dass du sagst, oh, der kreative Part ist so das Schwierige? Wie bringe ich jetzt die Christian seine Botschaft in wenige Sekunden unter? Oder ist es dann eher das Umsetzen selber? Was ist wirklich die größte Herausforderung? Ja, die größte Herausforderung ist natürlich die Kreation. Das Umsetzen erfolgt später, wenn man weiß, was man macht. Ne? Aber um überhaupt mal zu wissen, was man macht, also wie man jetzt eine Botschaft eben auf Sekunden kurzes Storytelling bringt, das ist die große Kunst. Und da unterscheidet sich meiner Ansicht nach auch Spreu von Weizen. Also ich sehe ja sehr, sehr viel Content im Laufe eines Tages. Aber das, was wirklich gut ist und auf den Punkt kommt, das ist immer noch in der Minderzahl, was aber für euch, die ihr jetzt hier zuhört, eine Riesenchance ist. Also Videos sind zwar schon normal geworden, aber es gibt immer noch Lücken, wo man einfach sich qualitativ hervorheben kann. Und diese Lücken gibt es und die sind da, die müsst ihr einfach nur nutzen. Ja. Ich würde ganz gerne noch auf einen Aspekt eingehen, und zwar auf das Thema künstliche Intelligenz. Man kommt ja heute nicht mehr daran vorbei, ob man die Nachrichten hört, ob man Zeitung aufschlägt oder in die sozialen Medien geht, kommt an KI ja nicht vorbei und dann natürlich auch vor allem natürlich an Bildgeneration, Videogeneration mittels KI. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ja, ich glaube, das wird für alle eine Revolution, die wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können in all ihren Auswirkungen. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass sich die Videoproduktion der Zukunft sicher ganz, ganz stark verändern wird. Und nicht nur die Videoproduktion, auch im Vorgelagert die Bildproduktion. Also wenn ich zum Beispiel an Werbefiguren denke, die wir ja alle kennen, Meister Propper, Captain Iglo, guckt man sich die dann zum Beispiel an, so ein Captain Iglo, da stellt man fest, den gibt es schon im Laufe der Jahrzehnte, gibt es den wahrscheinlich jetzt schon in der 20. Ausfertigung, weil der Schauspieler natürlich nur für eine begrenzte Zeit einen Vertrag hat und dann hat er vielleicht keine Lust mehr und dann muss ein neuer her. Dieses Thema kann man mit künstlicher Intelligenz, mit sogenannten konsistenten Charakteren komplett lösen. Das heißt, man macht den Captain Iglo, den macht man erstellt man auf künstlichen Wege. Und dann kann man den auf Jahrzehnte immer wieder nutzen und hat dann nicht eben einen neuen Schauspieler, den man nehmen muss, neue Fotoshootings, neue Locations, die man sich aussuchen muss. Also das wird alles komplett durcheinander würfeln, finde ich. Auch Bildagenturen. Weil wenn ich heute ein Bild brauche, ist der Normalfall, ich gehe in eine Bildagentur und suche mir eins aus. Ich glaube, das wird sich ändern, schon in einem Jahr. Ist wahrscheinlich der Normalfall, dass man die KI mit einem Prompt versieht und sich dieses Bild dann auch unter Corporate Design Gesichtspunkten selber erstellt. Habe ich sogar Kostenvorteile, weil ich muss das Bild dann nicht mehr bezahlen oder im schlimmsten Fall lizenzieren, ne, je nachdem, was es für ein Bild ist. Also das sind mal nur zwei Punkte, wo sich das Leben ziemlich stark ändern wird. Und wir sehen jetzt schon, dass auch Video-KI
als ein im Moment noch eigenständiges Medium hinzukommt. Also ich habe auch nicht das Gefühl, jetzt als Videoproduzent kriege ich davon irgendjemandem was weggenommen. Ich glaube, dass sich einfach das ändern wird, was wir im Moment machen. Das heißt, wir werden anders produzieren in der Zukunft. Und im Moment ist auch das für euch da draußen noch eine wunderbare Chance, mal Videos zu machen, die so ein bisschen wirklich komplett anders sind als andere. Ich kann die in Stilrichtungen machen, die ich selber prompte. Also wir selber, wir haben schon jetzt einen Film Noir zum Beispiel gemacht, hab so ein Remake gemacht von Hitchcocks Psycho, alles nur in Schwarz-Weiß. Das letzte, was wir gemacht haben, war so ein Titanic-Remake. Natürlich wieder ganz anders von der Art her. Und das sind so Dinge, wo man sich auch künstlerisch so ein bisschen austoben kann und hat halt so experimentelle, innovative Videoformate, die es bislang überhaupt noch gar nicht gibt. Auch damit kann man sich so ein bisschen abheben vom Wettbewerb. Ja, also das denke ich auch. Ich glaube, ich habe mal auch gesagt, die KI wird dich als Mensch nicht ersetzen, als Kreativen, aber derjenige, der Kreative wird dich ersetzen, der die KI beherrscht und sich jetzt frühzeitig damit auseinandersetzt, welche Optionen es da gibt und welche Möglichkeiten da auf ihn zukommen. Ein Beispiel aus dem Audiobereich ist das der James Earl Jones. Das ist ein relativ bekannter Schauspieler, gehört so zu den Schauspielern. Wenn man den sieht, weiß man, wer das ist, aber man kennt seinen Namen eigentlich nicht. Aber bekannt ist seine Stimme, und zwar ist er die Stimme von Darth Vader. Und jetzt hat eine KI-Agentur seine Stimme aufgenommen, damit genau diese Stimme für zukünftige Star-Wars-Filme, für Darth Vader genutzt werden kann, auch wenn er dann leider nicht mehr aktiv ist oder vielleicht auch leider nicht mehr lebt. Er ist ja Jahrgang 31 geboren, 1931. Nicht, dass er irgendwelche allmöglichen Sätze spricht oder irgendeiner dann da hingeht und die Worte aneinander schneidet, sondern tatsächlich die KI generiert dann aus seiner Stimmlage das, was gesprochen werden soll. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem wahnsinnigen Trip, zumindest was so die kreativen Möglichkeiten betreffen wird. Es werden ja auch schon in meinem Bereich, also außerhalb von Hollywood, werden ja auch schon Personen digitalisiert. Also aus unserem Kundenkreis kommen auch Anfragen, können wir nicht aus einem unserer Vorstände einen digitalisierten Avatar machen, weil den kriegen wir nie vor die Kamera. Der hat immer Termine, der ist nie greifbar und das muss dann alles dann noch mit dem Filmteam abgestimmt werden. Wenn man den digitalisiert, kann man den einfach mal ein kurzes Statement sprechen lassen von jetzt auf gleich. Das hat riesen Vorteile und das wird im Moment alles schon gemacht. Und ja, also du hast ja auch die Möglichkeit, also ich kann mich klonen, digital sozusagen, und kann auf 5 Online-Konferenzen auf 5 verschiedenen Kontinenten in 5 verschiedenen Sprachen zeitgleich einen Vortrag halten und kriege 5-mal Geld und muss eigentlich nur einmal da Brain reinstecken. Also es hat alles so auch für und wieder. Ganz sicher, weil ich weiß, dass auch da wieder Stimmen kommen werden von den Hörern. Ey, sind da nicht riesige Gefahren? Ja, klar, Deepfake, ganz klar. Da ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt immer Risiken. Aber das wollen wir heute nicht zum Thema machen. Damit kann man, glaube ich, eine ganz eigene Podcast-Folge füllen. Ich denke auch. Wir haben heute mit dem Franz Jovas gesprochen über Snack-Content. Schnelle, sekundenschnelle, effektive Storytelling-Möglichkeit mit wahnsinnig vielen verschiedenen Varianten und kreativen Möglichkeiten, die man nutzen kann. Wir verlinken natürlich alle Informationen noch einmal in den Shownotes, die Profile von Franz Josef, dann könnt ihr euch doch das alles mal anschauen. Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, keine Bammel, einfach mal dem Franz Josef anticken, sich mit ihm vernetzen, mit ihm ins Gespräch gehen. Genau das habe ich auch mit ihm getan und heute sitzt er hier bei mir. Und da bin ich drüber sehr froh. Vielen Dank, Franz Josef, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in den Podcast zu kommen. Ja, danke, Christian. Ich bedanke mich. Und an euch alle auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.